Willkommen in Monza, wo die Fans auf den Tribünen darauf warten, die schnellsten Fahrer der Welt heute beim Kampf um die begehrten vordersten Plätze in der Startaufstellung kämpfen zu sehen. Es ist Zeit für den großen Preis von Italien. Kimi Räikkönen startet seine Aufholjagd heute von der Pole. Und das ist nun mal der beste Startplatz, den es gibt bei einem Autorennen. Nach seiner fantastischen Vorstellung gestern wird er dieses Wochenende definitiv weit vorn beenden wollen, hat aber eine Menge Rivalen. Ich glaube nicht, dass er mit einem einfachen Rennen rechnet, besonders nicht, wenn man sich die Teams um ihn herum so ansieht. Wenn es ums Qualifying geht, ist Valtteri Bottas der beste Fahrer bei Williams. Bisher zog er bei fast allen Qualifyings in dieser Saison an Felipe Massa vorbei. Massa ist kein Trottel, aber Bottas wird immer stärker und man kann nun verstehen, warum er in der Williams-Werkstatt so hoch im Kurs steht. Massa ist kein Trottel, das stimmt, das ist er wahrlich nicht. Und wir mal wieder auf der 1, aber diesmal darf ich mir das nicht so aus den Fingern gleiten lassen wie noch in Belgien. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Italien. Die 1 mal wieder so deutlich wie noch nie, fast eine Sekunde vor dem zweitplatzierten unser Teamkollege Sebastian Vettel. Aber in Monza ist die KI im Qualifying besonders schwach und im Rennen, ja, wir wollen natürlich vorne bleiben und Rosberg und Lewis Hamilton, die werden uns schon den Hintern heiß machen, weil sie an uns vorbei wollen, das ist ganz klar. Von daher, das Qualifying war ein leichtes, das Rennen wird es bestimmt nicht werden. Naja, mal schauen, Daniel Ricciardo von ziemlich weit hinten, genauso wie Verstappen und Stevens, ja los, schnappt ihr den ersten Punkt für Männer Marussia bei F1 2015, das wäre doch mal was. Das Qualifying war jetzt nicht so überragend, klar die beiden Fahrer hinter sich gelassen, aber er muss sowieso überraschen, der Männer Marussia, um hier mal zu punkten, also warum nicht heute. Und wir haben einen 5%igen Reifensatz, mit dem wir starten und dann gibt's noch drei komplett frische der Options, die wir zur Verfügung haben, bei zwei angesagten Stops. Das sieht alles sehr gut aus. Jetzt heißt nur noch, das Ganze gut umzusetzen. Das liegt an mir. Und das ist dann wohl die in Anführungszeichen Kunst. Und dabei wünsche ich euch mal wieder viel Spaß. Du kannst neben anderen in die Rettifilio einfahren, aber bremse bei diesen kalten Reifen nicht zu spät, um mit niemandem zu kollidieren. Etwas zu viel Gas gegeben. Aber wir bleiben vorne. Und das beim längsten Weg. Oh, da kürzt ab der Sack. Beim längsten Weg zur ersten Kurve. Der kürzt da echt wieder mal ab. Aber ist bei der KI da auch nicht so besonders. Also Vettel musste den zweiten Platz schon hergeben. Heute beim Start etwas überdreht, aber wir konnten doch irgendwie locker flockig unsere 1 behaupten. Zweite Lesmo war alles andere als gut. Vettel aktuell auf der 3. Wetter bricht. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Nun gut. Dann wird's mal Zeit für das fette Benzingemisch. Wir müssen aus dem DRS-Fenster in der dritten Runde kommen. Dritte Runde also dann vor Vialone. Da wird der Mercedes wahrscheinlich das erste Mal angreifen können. Mit geöffneten Heckflügel. Das Heck kommt leicht rum. Boxenstopp-Fenster. Sechs Runden, bis sich dein Boxenstopp-Fenster öffnet. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch 26 Runden. Bin gerade noch etwas verhalten hier beim Anbremsen der ersten Kurve. Das haben wir schon das ein oder andere Mal verschmissen, indem ich zu spät gebremst habe und mir die Vorderreifen stehen geblieben sind. Vettel wieder auf der 2, schön ohne DRS. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 40 Kilogramm übrig, 40 Kilo. Das war die Wiese. Sollte aber deutlich Zeit gegenüber meinen Hinterleuten verloren haben. Hier schön durchgekommen. Mit dem schweren Auto dennoch fast der siebte Gang. Vor der zweiten Lesmo. Ja stimmt, Benzin raushauen geht hier sehr einfach, aber sparen nur sehr schwierig. Vettel ist gerade auf der 2, gut hinter uns, da spare ich mal. Den Rest muss ich so rausfahren, aber nicht so.
indem ich rausfahre. Jetzt kommt er wieder näher ran. Ja, wenn ich ihm, der es spendieren kann, nicht verkehrt, aber ich würde ganz gerne ein Polster für eventuelle Fälle auf meine Konkurrenz aufbauen. Und nicht immer nur so knapp vor denen fahren, weil ich mir irgendwo mehrere Fehler leiste. Rosberg und Vettel duellieren sich. Schön. Das bringt uns weiter nach vorne. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Aber erst in der zweiten DRS-Zone. Jetzt noch nicht. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Schön. Vettel und Rosberg haben gerade wieder die Position getauscht. Auf lange Sicht wird Vettel hinter ihm fallen. Nehme ich mal an. Erste Linkskurve nicht geopfert, von daher nicht optimal durchfahren, die zweite Schikane. Hier wieder schön in die erste Lesmo reingekommen mit viel Schwung, aber etwas zu weit außen. Und hier schnell der fünfte Gang. Ja, Vettel hält da hinten auf, die behindern sich gegenseitig. Solange Vettel auf der 2 bleibt, alles wunderbar. Erstmal abkürzen. Rosberg jetzt vorbei. Ja, das war noch die Folge vor Kurve nicht bekommen. Vettel wieder vorbei. Unser Vorsprung wird größer. Und bei der Parabolika wird er sowieso größer. Bin mal gespannt, ob es hier wieder brenzliche Situation bei der Einfahrt geben wird. Bei der zweiten Lesmo-Überrundungsgeschichte. Das ist auch ein heikles Thema. Wieder ordentlich angebremst, so muss das ja auch. Aktuell stehen die Zeichen sehr gut auf Sieg. Aber das Rennen ist noch lang. Auch wenn es nicht so lang ist wie andere Rennen, zum Beispiel Singapur. Wir haben ja hier mit Monza das am schnellsten vorbeigehende Rennen im Rennkalender. So, hier geopfert, so muss das. Auch wenn der erste Sektor langsamer war, das war hier jetzt schön. Auch hier gut reingekommen, komme auch sehr gut raus. Er hat zu früh runtergeschalten, das kostet letztendlich auch Sprit. Vettel weiterhin hinter uns. Stark, wie er das schafft gegen die beiden, wohl beiden Mercedes, aktuell Rosberg direkt hinter ihm. Die haben ja DRS und er nicht. Kurve nicht ganz bekommen. Jetzt muss ich mich hier wieder fangen, ansonsten verbrate ich auch zu viele Reifen. Ja, Vettel könnte ganz klar schneller fahren, wenn er freie Fahrt hätte. Das gilt aber für alle Fahrer, die hinter uns da im Zweikampf stecken. Die beiden Williams sind auch nicht verkehrt. Mit ihrem schnellen Wagen auf der Geraden, deswegen werden die wohl noch gut mitmischen. Oh. Lewis Hamilton hat Rosberg geschnappt und Hamilton ist auf dem Vormarsch. Und vor Schreck gleich mal sehr spät angebremst. Was jetzt zeitlich wohl gar nicht so verkehrt war. Vettel muss doch mal ganz kurz Lewis Hamilton vorbeilassen. Jetzt wieder. Oh oh, der will sich die Eins holen, der Brite. Gleich zwei Fahrer überholt. In kürzester Zeit. Ja, erste Kurve irgendwie dann doch sehr gut angefahren. Nachdem Hamilton mit seiner schnellsten Rundenzeit gedroht hat. Und Vettel wird jetzt wohl endgültig vorbei sein. Im Sinne von hinter ihm. Aber mal sehen, vielleicht kann er mit der erst nochmal ansetzen. Dennoch haben wir jetzt wohl den schnellsten Wagen hinter uns. So, Runde 8 kommen wir rein, ne? Boxenstopp-Fenster. Das Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 3 Runden. Ja. Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 3 Runden. Beim nächsten Boxenstopp ziehen wir Options auf. Noch bin mal gespannt. Es war eindeutig schlecht durchfahren, ob wir den Undercut machen. Ob wir früher reinkommen als Vettel, ich meine ja. Oh, Rundenzeit war dennoch besser. Das war doch mal die Antwort auf Lewis Hamilton. Oh oh, da gab es schon einen Unfall. Das gibt Potenzial für die zweite Lesmo. Für Mary, der hält uns hier schon auf.
Fährt jetzt rüber? Ja, aber es hat schon Zeit gekostet im ersten Sektor. Das könnte für die darauffolgenden bei der zweiten Lesmo sehr gemein werden. Hoffentlich nicht für Vettel. An sich für Gerkheim, das wäre sehr schön. Mal sehen. Können wir leider nicht beeinflussen. Kann nur Codemasters. Oh. Da kann man auch sehr leicht die Nase verlieren. Hier jeweils bei den beiden Lesmos zur Rechten. Na, bei der zweiten Lesmo war es noch nichts für eine Überrundung und den daherfahren. Hm? Zu spät genommen, kostet auch Reifen, nicht nur Zeit. Und wenn es Reifen kostet, kostet es irgendwann noch mehr Zeit. Ja, es muss wieder besser werden. Die nächste Runde, die Runde 7, die letzte komplette Runde, die wir fahren, ehe es reingeht. Hinterreifen werden jetzt Temperatur haben, weil mir das Heck rumkam. Gibt es hier noch einen zweiten Invaliden aus der Aktion mit Mary? Also aktuell sehe ich vor uns auf der Streckenkarte niemanden, der vielleicht auch nochmal in der Box. Oh, Rosberg? Ist Hamilton jetzt schon reingefahren? Nein. Die beiden Mercedes kümmern sich ordentlich um Vettel. Die umzingeln ihn förmlich. Die wechseln da wie wild die Position mal. Also Rosberg auf der 2, dann wieder Vettel oder Hamilton. Solange ich mich nicht so sehr davon ablenken lasse und einfach mein Bestes gebe, ist erstmal alles gut. Nächste Runde kommen wir rein, da liegen wir ganz gut. Oder hinten gibt es blaue Flaggen. Das war jetzt schön durchfahren. Rein und durchfahren. Fahrer hinter mir. Rosberg hinter dir. Der Abstand beträgt 6 Sekunden. Noch 21 Runden. Ja, ausnahmsweise sind wir mal nicht mitten im Getümmel. Unser Rennen ist dann in Anführungszeichen langweiliger. Das Heck kam wieder rum. Ja, die Hinterreifen sehen auch schlimm aus. Aber ich bin mit meiner Position mehr als zufrieden mit der Ruhe hier vorne. Aber man merkt schon wieder, aus dem Qualifying die Reifenabnutzung gleichermaßen auch auf die Hinterreifen verteilt. Deswegen sind die hier im ersten Stint wieder so stark abgefahren gegen Ende dieses eben. Diesem Stint. Beim zweiten Stint wird das angenehmer auf der Hinterachse sein. Da müssen wir aber erstmal hinkommen. Am Ende. An das Ende des zweiten Stints. So, ist Lewis Hamilton schon reingefahren. Von Jeff kam keine Ansage, dass schon jemand drin war. Rosberg, Vettel hinter uns. Taucht Hamilton nochmal kurz auf, dann weiß ich, dass wir auf jeden Fall gegen einen Mercedes einen Undercut machen. Vettel war auch noch nicht drin, also kommt er Runde 9 rein. Aber ich kann das gerade sehr kontrolliert angehen mit unserer Position, auch wenn das Abkürzen war. Bin ich mal kurz vom Gas gegangen. Vettel wieder auf der 2, super. Ich spare schon mal etwas. So, Boxeneinfahrt nicht im Biber rein verhauen. Wie weit hinten die sind. So, Vettel hinter uns, dann Rosberg. Jetzt bekommen wir einen komplett frischen Satz der Options. Und da hinten kommt was rein. Rosberg wird es sein. Fertig, los jetzt. Doch nicht. Lewis Hamilton. Wie weit kann er sich jetzt gegenüber Vettel und Rosberg absetzen mit seinem Undercut? Das könnte in gewisser Weise rennentscheidend sein. Für ihn. Weil er könnte sich jetzt von den beiden lösen und uns jagen. Jetzt sind wir auf dem 8. Platz. Du bist auf P8 gefallen. Die werden uns jetzt im zweiten Sektor behindern. Auch auf Fett hätte ich die nicht bekommen. Hallo, kleiner Lotus.
Da vorne ist Ericsson. Bisher sehr gut platziert für ihn. Das bringt dir P7. Hast dich auf P7 vorgekämpft. Ich wäre hier locker in den siebten Gang gekommen. Es gibt uns Windschatten, auch wie er quer steht und wie er aber herauskommt. Obwohl er so quer steht. Auf der Geraden ist der Sauber nicht viel langsamer als wir. Dafür aber in den Kurven und, upsa, seine Reifenabnutzung ist höher. Reifentemperatur ist optimal. Gute Arbeit. Ja, die Reifen bieten mehr Grip, das habe ich gerade wieder beim Eingang gemerkt. Vettel jetzt drin, zusammen mit Rosberg würde ich mal nehmen. Hamilton wird nicht aufgehalten durch Ericsson und wer war's? Lotus. Dafür wird er zu weit hinten sein. Na gut, Quert wird uns hier heute nicht interessieren. Bottas jetzt noch vor uns? Nein, nicht mehr. Mal etwas Reifen quietschen lassen, war aber alles andere als groß vernichtend. Dafür war es schnell. Und das kann gerade nicht schaden. Nasse auf der 2. Dann kommt Rosberg. Rosberg hat sich vorne behaupten können. Okay, finde ich gar nicht mal so verkehrt, weil Hamilton hatte den Undercut. Wenn er dann noch hinten liegt, ja wunderbar. Schön den Randstein mitgenommen, nicht ins Kies gefahren. Läuft bisher sehr gut das Rennwochenende. Freut mich. So muss das ja auch beim Heimspiel. Aber es sind noch viele Runden, die vor uns liegen. Dann hast du immer noch auf der 2. Das liest sich sehr schön. War auch sehr anders. Sehr besonders. Fahrer hinter mir. Nasse fährt 5, was, wie viel? Viele Sekunden schneller als wir. Da vorne gibt es die nächste Berundung, aber Nasse mal wieder hinter uns. Gut, jetzt nicht mehr. Das haben wir schon lange so nicht mehr gehört. Die Sauber haben sich ja hier auch schon was geleistet. Vor 2 Saisons. Da stand ja auch ein Sauber in Curva Grande, was dann eben Verstappen letztes Jahr in Brasilien gemacht hat. Gerade eben noch Rosberg, Hamilton, jetzt wieder Rosberg, Vettel. Die geben es sich weiterhin und wir können uns noch mehr absetzen. Beziehungsweise ich kann das Rennen etwas kontrollieren und mir einteilen. Auch hinsichtlich der Reifen. Wir kommen nur noch einmal rein und wir bekommen wieder DRS. Der macht wunderschön Platz, bisher. Sehr schön, Mary. Sehr löblich. Vettel weiter auf der 3. Noch spielt er um das Podium und Platz 2 mit. Fragt sich nur, wie lange noch. Kann er das bis zum Ende durchziehen? Können wir hier einen Ferrari-Doppelsieg einfahren? Gerade ist Vettel wohl auf der 4. Was macht Bottas und Massa? Vor allem eben Bottas. Kann er sich da auch ranrobben? Kann er da auch bald mitspielen? Aber ich sollte mehr auf mein Rennen schauen. Das war gerade wieder nicht schön bei der Parabolica. Mit dem Benzin kommen wir auch so langsam hin. Wieder sehr am Limit angebremst, aber nicht verkehrt. Alles andere ist verkehrt. Rosberg dann wieder Vettel, ja. Ich glaube, ich weiß, was ich zwischendurch dann bei den Highlights mal zeigen werde. Wieso fahre ich eigentlich gerade so weit nach außen? Wieder sehr schön auf den Randstein gekommen. Ich mag den Ausgang da so sehr. Direkt Kies neben dem Randstein. Könnte hier genauso sein. Dann müsste ich eben anders fahren. Aber das meine ich auch immer wieder. Wenn die Fahrer wissen, wir können da mehr gehen, als eigentlich erlaubt wäre, dann machen sie das. Und deswegen kommen dann teilweise solche blöden Aktionen ja wie Streckenbegrenzung nicht eingehalten zustande. Wo es dann wieder komische Auslegungen seitens der Rennleitung gibt. Das sind die beiden Mercedes wieder hinter uns.
Jetzt bin ich hier sehr schön rein, durch und auch rausgekommen. Boxenstopp-Fenster. Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. Beim nächsten Boxenstopp wechseln wir auf Primes. Also Runde 17. Rosberg ist letzte Runde eine Sekunde zurückgefallen. Das ist heftig, weil er sich eben duelliert. Vettel wieder auf der 3. Ja, bisher doch ein entspanntes Rennen, aber wir haben noch nicht mal Halbzeit. Da kann noch was passieren. Auch wenn es nicht danach aussieht, stand jetzt, aber wer weiß, wofür ich noch einen Puffer brauche. Vielleicht gibt es noch eine Zeitstrafe. Wer weiß das schon. Von daher einfach immer so viel es geht geben. Wetterbericht. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Mein Gott, klingt auch super. Zustand des Autos. Deine Reifen sehen noch nicht sehr abgenutzt aus und sollten noch eine ganze Weile durchhalten. Achte darauf, dass du weiterhin gut mit ihnen umgehst. Fast 10 Sekunden Vorsprung. Auf den Zweitplatzierten. Na, Reifen zu hart reingenommen am Bremsen. Heck kam auch leicht rum. Vettel wieder wohl hinter Hamilton. Immer noch keine Bestzeit, keine neue Bestzeit. Auf den härteren wird die wohl nicht kommen. Jetzt habe ich hier etwas Geschwindigkeit rausgenommen, weil ich etwas zu viel drin hatte. War aber eben etwas zu viel. Fahrer hinter mir. Rosberg liegt hinter dir. 10 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 14 Runden. Wir haben noch nicht viele Rennen gewonnen. Bisher eins. Und deswegen ist das bisher unser größter Vorsprung, den wir hier jemals hatten. Das lässt sich schon sehr angenehm fahren. Ja, es war zu viel. So, Rosberg und dann sein Teamkollege hinter ihm. Es sind noch 20 Kilo Benzin übrig. Wir haben noch 20 Kilogramm Benzin. Einer von beiden wird wieder den Undercut machen, anzunehmen eben beim guten Lewis. Ist die Frage, kann er das nutzen? Ja, noch besser wäre es, wenn die mal zeitgleich reinkommen. Das würde Vettel freuen. Dann könnte er sich komplett auf einen Mercedes einschießen und nach hinten muss er sich nicht mehr so umschauen. 2 Runden, bis sich dein Boxenstopp-Fenster öffnet. Wir ziehen dir die Primes drauf. Naja, so langsam kommen wir ins Optimale mit dem Benzin. Das war jetzt wieder schön durchfahren. Bin mal gespannt, wie es mit den Primes wird. Deswegen brauche ich auf jeden Fall einen Vorsprung. Ganz so eklatant sollte es nicht werden, aber die Sekunden, den Polster nehme ich da gerne in den letzten Stint mit. Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Zustand deiner Reifen. Du solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. Frische Reifen und die Hinterreifen sehen eben bedeutend besser aus. Ist eben auf die gleiche Verteilung der Abnutzung zurückzuführen zwischen Qualifying und Rennen. Ist ja ein alter Hut, dass wir das wissen. Das heißt dann wieder alles neu kennenlernen bei Feind 2016. Die kleinen Tücken des Spiels, die Ecken, die Geheimnisse, generell die Spielmechanik, das Spiel einfach verstehen lernen. Auch wieder schön. Aber die Gedanken fallen wieder auf dieses Rennen hier zurück. Fahrer hinter mir. Ist gerade ruhig dann hier. Der Abstand beträgt 10 Sekunden. Na, ist gerade ruhig, dann kommt Vettel wieder an. Schön. Ja, wir fahren im Uhrzeigersinn, deswegen. Das hört sich sehr gut an. Wir fahren im Uhrzeigersinn. Der vordere Linke wird dadurch wieder stärker belastet. Die beiden Lesmos zum Beispiel. Oder Parabolica. Cobra Grande ist für den vorderen Linken nix. Habt ihr vielleicht im freien Training mitgesehen?
Das war abkürzen, oder? Das Heck kommt auch gleich rum. Siebte Gang wieder grundsätzlich möglich gewesen. Und Lewis Hamilton wieder auf der 3. Man verfällt aber auch immer sehr schnell, Namen vielleicht falsch auszusprechen. Bei Hamilton, ja ganz klar, heißt Lewis und nicht Louis. Hört man auch gerne mal. Oder wenn man einfach mit den Gedanken gerade ganz woanders ist, dann sagt man einfach Louis. Lewis Hamilton. Weiß gar nicht, ob ihn das stören würde, wenn er das hören würde. Aber das sei mal so kurz angerissen. Meinerseits. Hab ich mal kurz in der Nase gekratzt, deswegen dieser Schlenker. Ja, die Bestzeit haben wir noch in, oder? Das war zu viel Randstein. Fahrer hinter mir. Rosberg liegt hinter dir. Knapp unter 10 Sekunden. Abstand zwischen euch. Noch 11 Runden. Und der Sepp ist wieder da auf der 3. Es wäre sehr schön, wenn wir... Hoppa, jetzt spür ich die Reifen wieder. Wir kommen die Runde rein. Der Benzinstand ist jetzt an der 15-Kilo-Marke. Noch 15 Kilogramm Benzin. Ich halte mich ganz an die Strategie des Teams heute mal. Aber ich merke die Reifen gerade wieder bedeutend. Was schön wäre, wenn Vettel da noch die 2 bekommen würde. Und wir auf der 1 nach Hause fahren. Dann wäre das ein Ferrari-Doppelsieg. Und das beim Heimrennen, das wäre eine sehr schöne Geschichte. Das war im freien Training so, das war im Qualifying so, das wäre auch sehr schön für das Rennen. So, gleich geht das Fenster weg, deswegen muss ich mich entscheiden, ob ich jetzt schon auf Mager stelle. Habe ich hiermit getan. Irgendwas bei 78 habe ich da vernommen. Bevor der Autopilot übernommen hat. Losfahren, losfahren. Mal sehen, ob es bei FIA 2016 die Möglichkeit gibt, so schnell in die Box reinzufahren. Vettel jetzt auf der 1. Schön. Leider können wir ihn nicht unterstützen. Keine Boxenstops mehr geplant. Diesmal hat Rosberg den Undercut gemacht. Und Hamilton ist nicht vorbei. Die sind beide zugleich reingefahren. Schön für Vettel. Bottas jetzt hinter uns. Ja, Bottas fährt nicht mit den anderen dreien mit. Die sind wirklich zugleich reingekommen. Rosberg und Lewis Hamilton. Wobei, nur noch 19 im Rennen. Vielleicht ist er ja ausgeschieden. Das sehe ich jetzt erst. Gab es bei der zweiten Lesmo eine Überrundungsgeschichte. Man hat gerade deutlich an der Endgeschwindigkeit gemerkt, dass ich noch auf Mager fahre. Jetzt ist die Bahn fast schon frei für einen Ferrari-Doppelsieg. Wobei Rosberg war schon drin, Vettel noch nicht. Rosberg fährt jetzt auf den Primes, Vettel noch auf den Options, aber eben auf abgefahrenen. Da sollte Rosberg deutlich schneller sein. So, die Reifen auf jeden Fall kennenlernen. Wie die sich so fahren lassen, bisher ganz in Ordnung. Ja, heute kommen wir mit dem Benzin ganz gut hin, weil wir nicht gejagt werden oder weil wir niemanden jagen müssen. Klar, wir müssen weiter Abstand auf unsere Verfolger generieren. Vettel ist in die Boxengasse abgebogen. Vettel an der Box. Ja, habe ich schon durch das kleine Zeichen unten vernommen. Aber gut, dass du es extra sagst. Bin mal gespannt, ob Lewis Hamilton da nochmal auftaucht. Oben in der kleinen Tabelle. Oder ob er ausgeschieden ist. Rosberg vor Vettel. Jetzt Vettel, jetzt schnapp dir den Rosberg. Du hast vielleicht DRS und du hast keinen, der dich von hinten ärgert. Würde ich mal annehmen. Vielleicht ist auch der... Vielleicht... zweiter Gang. Vielleicht ist... Was will ich denn sagen? Ach ja. Vielleicht ist Hamilton mit jemand kollidiert und der andere ist ausgeschieden und Hamilton hat Schaden davon getragen oder sich einfach bloß gedreht.
Wir werden es sehen. Jetzt muss ich auf den Primes diesen Vorsprung weiter standhalten. Ich darf ihn nicht zu klein werden lassen. Ich will nicht nochmal in Bedrängnis kommen, dass ich mich mit einem Rosberg oder mit einem Vettel duellieren muss. Habe ich heute keine Lust. Das muss nicht sein. Vettel darf gerne auf die 2 fahren und wir bleiben auf der 1 und dann, ja, hurra, Doppelsieg. Wir hatten es bisher noch nie, dass beide Ferraris auf dem Treppchen standen, oder? Unseren Daten nach sind die Reifen derzeit in Ordnung. Du solltest zumindest für die nächsten Runden noch guten Grip haben. Wobei doch, in Mexiko, letzte Saison. Da ist Vettel doch auf die 2 und Hamilton war weiter hinten und Rosberg hat gewonnen. Aber in dieser Saison? Ich meine, nein. Nicht in Silverstone, nicht in Österreich. Naja, egal. Komm, Vettel, streng dich an, ich tue es ja auch. Bitte lass uns hier einen Doppelsieg nach Hause fahren. Ich kann das Ding mit einem Nasenanstupser auch noch verlieren. Ist mir durchaus bewusst. Man merkt aber den Unterschied zwischen Options und Primes. Ganz leichter Dreck mitgenommen, es klang aber auch interessant. Ja, bisher ist er noch nicht nach vorne gefahren, Vettel. Jetzt hebt er sich vielleicht beim Herausbeschleunigen beim letzten Mal Parabolika auf. Fahrer hinter mir. Rosberg hinter dir. Der Abstand beträgt 7 Sekunden. Noch 8 Runden. Ja, ich bin langsamer. Fast 8 Sekunden, die wir Vorsprung haben. Ich könnte pro Runde eine Sekunde verlieren. Darauf will ich es aber nicht unbedingt ankommen lassen. Ich muss nochmal einen Zahn zulegen. Ist da vorne wieder Mary? Beide Männer? Ja, so wird das nichts mit den Punkten. Wurden da gerade schon blaue Flaggen geschwenkt? Überrundet gerade ein Männer den anderen. Fahrer hinter mir. Rosberg liegt hinter dir. 8 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 7 Runden. Jetzt werden wieder 8 angesagt. Schön. Sehr schön gefahren, die erste Lesmo. Auch die zweite. DRS bekommen wir nicht, nein. Das war schon abzusehen. Oh Gott. An sich nicht verkehrt, aber du gibst jetzt nicht... Ja, nicht nach. Du fährst weiter. Weiter die Kurve, halb Vollgas. Das kennen wir schon. Darauf bin ich gefasst. Da bin ich einfach mit F1 2015 zu erfahren, als dass ich da jetzt mein Rennen wegschmeiße. Das kann die KI eben nicht. Das unterscheidet eben einen Spieler von einer KI. So, da vorne ist der nächste Männer. Fahrer hinter mir. Rosberg hinter dir. Der Abstand beträgt 8 Sekunden. Oh, Hamilton ist noch da. Du verlierst Zeit auf Rosberg. Dein Vorsprung wird pro Runde um eine Sekunde kleiner. Was machst du da? Ja, toll. Ich bin auch erstmal nicht wieder eine 1,27er gefahren. Und das hat auch ordentlich Zeit gekostet, aber die anderen müssen an den beiden Männern auch noch vorbei. Männern? An den beiden Männern? Eher so. Erstmal Zeit verloren, aber wir überrunden gerade. Das ist alles Alltagsgeschäft eines Führenden. Dass er bei Berundung erstmal verliert, später vielleicht gewinnt, je nachdem, ob sich's ausgleicht oder nicht. Fahrer hinter mir. Rosberg liegt hinter dir. 6 Sekunden Abstand zwischen euch. Noch 6 Runden. Bin mal gespannt, wie es in einer Runde aussieht, weil erstmal haben wir freie Fahrt. Ups, abkürzen. Es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. Mal eben ordentlich gelupft. Na, beim Benzin muss ich nochmal aufpassen. Wir fahren hier auch sehr oft im roten Bereich. Aber mehr als 8 Gänge geht ja nicht. Vettel wieder auf der 3.
Hoffentlich kann er sich noch den Rosberg krallen. Ja, jetzt ist er wieder hinten. Du hast 6 Sekunden Vorsprung gegenüber deinem Hintermann. Gib Gas! Ja, viel Spaß, Rosberg, bei den beiden Männern. Und vielleicht bei den beiden Lesmos mit denen. Uns hat's schon jeweils Zeit gekostet, diese eben zu überrunden. Kurve nicht bekommen. Blaue Flaggen. Durch die LEDs zu sehen. Da vorne ist aber niemand. Ist das schon für die Hinterherfahrenden? Wird wohl so sein. Fahrer hinter mir. Rosberg hinter dir. Der Abstand beträgt 6 Sekunden. Noch 5 Runden bis zum Ende des Rennens. Sieht gerade alles sehr gut aus. Worauf ich jetzt noch einen Fokus legen werde, früher hochschalten, um das hier automatisch ins Optimum zu bringen. Mit unserem Benzin. Gut, jetzt kann ich nichts machen. Hier nicht zu früh runterschalten. Dann hier eben entsprechend früher hoch oder eben genau richtig hochschalten. Na, die Runde war mal wieder angenehm. Es war teilweise zu früh runtergeschalten. Hier betreibe ich sowieso eigentlich eher Short-Shifting, weil mir das Heck da im zweiten Gang zu aggressiv ist. Deswegen hat die Konkurrenz da ihre Vorteile. Soll ich mal Lift and Coast betreiben? Habe ich noch nie wirklich angegangen. Ich kann es ja mal probieren. Fahrer hinter mir. Rosberg liegt hinter dir. 6 Sekunden Abstand zwischen euch. Jetzt sind es noch 4 Runden. Das ist ungewöhnlich. Früher vom Gas zu gehen, den Wagen rollen zu lassen und dann später anzubremsen. Braucht man auf jeden Fall ein Gefühl für. Aber Benzin haben wir schon gespart. Das war eindeutig Lift and Coast, aber ich habe meine Linie nicht gefunden. Das ist das Problem, wenn man das nicht gewohnt ist. Man merkt aber, was man da spart. Das geht hier auch im Spiel. Ein 27er. Ich bin es aber nicht gewohnt. Ja, wer weiß, wofür ich noch die Zeit brauche. Deswegen, wir sind gerade beim Optimum. Dann sehe ich wieder zu, dass ich so fahre, wie es für mich passt. 18 Uhr noch im Rennen. Vettel auf der 3. Die Vorderräder blockieren. Ja, ist einfach noch nicht mein Ding. An sich halte ich davon auch gar nichts. Lift and Coast. Ich will doch Sprintrennen fahren, keine Ausdauerrennen. Nicht blöde Benzinspartaktiken anwenden. Klar, wenn es schneller ist, dann ja, warum nicht, aber das will man doch nicht als Rennfahrer. Gut, man will auch das Optimum aus seinen Möglichkeiten rausholen. Aber irgendwo ist auch Schluss. Zwar abkürzen, dann gehe ich wieder mal kurz zum Gas. So, ist jetzt Rosberg direkt hinter uns. Fahrer hinter mir. Rosberg hinter dir. 3 Sekunden Abstand zwischen Jupp. Euch. Jetzt sind es nur noch 3 Runden. 3 Runden. Dann heißt sowieso jetzt einfach nochmal zulegen. Wir fahren jetzt noch Runde 26 und Runde 27. 2 Runden. Da ist jemand in der Box gewesen gegen Ende. Ein Nasser. Wird für Rosberg nochmal interessant, vielleicht in den beiden Lesmos? Ich glaube, er bekommt ihn schon eher. Wir sind jetzt bei 10% des Startbenzins. Noch 10% Benzin. Ja, mit dem Benzin kommen wir hin, aber ich glaube, Vettel ist zu weit weg von Rosberg, denn Rosberg war die ganze Zeit auf der 2. Der letzte Undercut hat's ausgemacht. Ich würde aber mal gerne wissen, was Rosberg, was Hamilton da getrieben hat. Sind die wirklich zugleich rein?
Oder hat's Rosberg... Ach, Rosberg schon wieder. Lewis, hat's denn Lewis irgendwie mal gedreht bei einer Überrundung oder leicht versetzt? Ist er mit jemandem zu eng? Durch eine Kurve gefahren? Leicht verhakt und dann einfach weiter? Könnte sein. Er kommt leicht rum. So, letzte Runde kommt gleich. Ah, wenn da nichts mehr passiert, schafft das Vettel nicht. Ich habe gerade den Abstand gesehen. Zwischen Vettel und Rosberg. 1 und 3 ist auch sehr schön. Aber das Wichtigste für die Fans wäre dann der Rennsieg eines Ferrari-Fahrers. 1 und 3 ist schon sehr schön. 1 und 2 wäre besser, aber Hauptsache ein Sieg. Und den kann ich noch in der letzten Runde verwerfen. Fahrer hinter mir. Rosberg liegt hinter dir. 4 Sekunden Abstand zwischen euch. Wieder ausgebaut. Die letzte Runde des Rennens. Nachdem ich mit Lift und Coast aufgehört habe, geht's wieder. Sowas muss man einfach üben, wie eigentlich so alles. Braucht man ein Gefühl für. Überrunden werden wir wohl nicht mehr? Dann liegt's nur an mir. Damit kommen wir super hin. Ich glaube eher knapp über 1,5. Eigentlich brauchen wir ein Restkilogramm. Weiß nicht, ob das Jeff schon rausgerechnet hat. Aber Rosberg ist gut hinter uns und wir fahren dem zweiten Sieg entgegen und das beim Heimspiel ja doch entspannter als gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht, aber lag auch daran, dass die sich da hinten gekabbelt haben. Rosberg, Vettel und Hamilton, die haben sich's ordentlich gegeben und wir fast durchweg nur auf der 1. Wenn man von Boxenstops und vom Beginn des Rennens absieht, als Rosberg abgekürzt hat. Super, Heimsieg. Sehr schön. Auch wenn wir wohl nicht mehr Weltmeister werden. Heute konnte niemand die Leistung der Ferrari übertreffen. Ein weiterer Sieg für das italienische Team. Was für ein Wochenende. Ein wahrhaft unterhaltsames noch dazu. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Bei F1 2016 in etwas mehr Atmosphäre wäre es sehr schön, wenn auf der Strecke Fans stehen würden mit einer riesen Ferrari-Fahne und alle einfach einem zujubeln. Vielleicht sogar aus der First-Person-Sicht, wie man da Champagner ins Gesicht bekommt, aber das ist dann wieder zu viel Spinnerei, zu viel Wunschdenken. An sich schon sehr schön, dass wir hier ein Podest haben, als noch bei den Vorgängern. Also, Rosberg auf der 2 und wer steht vor ihm? Ja, wir, Kimi Räikkönen, sehr schön. Ein Start-Zielsieg. Im freien Training auf der 1, im Qualifying, das war nicht anders zu erwarten und jetzt auch hier und die schnellste Rennrunde, also mehr geht einfach nicht. Rosberg kommt eben dahinter, dann Sebastian Vettel das Podium, zweimal Ferrari auf den ersten drei Plätzen. Dann eben Lewis Hamilton, ich glaube er war zugleich mit Rosberg drin, das werden wir aber wohl nochmal auflösen. Massa vor seinem Teamkollegen bei seinem auch irgendwie Heimspiel, die Ferrari-Fans mögen ihn auch noch sehr. Hülkenberg auf der 7, starkes Ergebnis und Kvyat auf der 8, auch stark. Der ist vor Perez ins Ziel gekommen. Und auf dieser Strecke bei gleich vielen Boxenstops sehr stark. Daniel Ricciardo von 19 auf die 10 auch sehr stark und Ericsson leider von 11 auf 11, aber ein gutes Ergebnis. Nur leider bringt das keine Punkte ein. Verstappen auf der 12, dann Button. Ja, Verstappen hat sich auch gut nach vorne gearbeitet, ist vor seinem Teamkollegen ins Ziel gekommen. Der hat aber auch drei Stops. Alonso, Nasser, Stevens, Mary, ausgeschieden Maldonado und Grosjean, ja die beiden Lotus. Zwei Ausfälle, das war mir soweit bewusst. Zwischenfälle, Carlos Sainz mit Mary, deswegen war Mary
Da war was anderes. Der war sehr früh in der Box, der Mary. Mary und Bottas, später nochmal. Und Bottas mit Mary. Die beiden Ausfälle waren wohl technischer Natur. Und den Rest, vor allem eben die Duelle um Sebastian Vettel, müssen wir uns nochmal anschauen. Vom Rennwochenende angesprochen, wir da, wo wir eigentlich hingehören müssen, nämlich auf die 2. 3 meine ich, und dort war gerade ein Ferrari ziemlich langsam. Naja, Hamilton auf der 1, nur noch sehr wenig Vorsprung und wir haben etwas mehr als 3 Rennsiege Rückstand. Es kommen auf jeden Fall noch Russland, Mexiko, da könnten wir gut gewinnen. Und Brasilien, das wird das schwierigste Rennen von den eben 3 angesagten. Aber da sind grundsätzlich 3 Rennsiege möglich. Müssen wir mal schauen. Aber Japan, schon wieder ein Ferrari. Wenn jetzt gleich nochmal ein Ferrari kommt, frage ich mich, ja, was soll das? Müssen wir mal schauen. Also auf der 4, Bottas, den haben wir verdrängt. Vettel ist weiterhin hinten dran. Danny Ricciardo, ich schaue immer gerade, wer unten vorbeifletzt. Gleich der nächste Ferrari. Hat er eben auch verloren. Massa quer, hat sich nach oben gearbeitet. Was gibt's weiter hinten? Ich will eigentlich noch nicht raus, ehe ich hier sofort gleich den nächsten Ferrari gesehen habe. Ericsson nach vorne mit seiner nächsten, ja mit seiner besten Platzierung gegenüber Carlos Sainz. Also außerhalb den Punkten. Die beste Platzierung, deswegen ist gerade Ericsson mit seinem 11. Platz vor Carlos Sainz gerutscht. Bei den Teams ja wir auf der 2, aber das erwarte ich auch nicht anders. Und ich glaube, die Ferraris kommen wirklich wieder vorbei. Klar, sie fahren nicht rein, das wissen wir. Sie kommen wieder vorbei, aber eben nach einer Runde. War es ein langweiliges Rennen? Ich meine, nein, weil es ein sehr schöner Sieg war. Aber hinter uns war deutlich mehr los als mit uns. Aber wir schauen uns nochmal den besten Starter an. Von 4 auf die 1, Rosberg. Und zwar mit Abkürzen. Wir sehen es auch gleich nochmal hier am Ausgang. Musste ich ihm Platz lassen? Habe ich ihm Platz gelassen. Und dann konnte ich mich im Windschatten bei Kurve Grande ransetzen. Ja, was wäre, wenn wir hier gar nicht mehr langfahren würden? Da würde jetzt schon eine Schikane kommen. Dann wäre es aus. Schwierig, weil Kurve Grande ist ein guter Punkt zum Überholen, zum Ansetzen, zum Überholen. Wir schauen uns nochmal den ganzen Start aus der Sicht von Sebastian Vettel an. Wir sehen, dass wir grundlegend besser wegkommen als er. Und das war eben eine wichtige Grundlage hier heute. Beide Mercedes links und rechts vorbei. Wir sehen es nochmal deutlich, wie Rosberg da abgekürzt hat, aber das haben wir ja schon aus unserer Sicht gesehen. Es war wirklich viel los, also hier sieht man es auch nochmal schön, wie Vettel vielleicht auch unseren Windschatten etwas nutzen kann, aber wir ziehen an Rosberg vorbei. Es war sehr eng, aber es ging ganz flott von der Hand und dann waren wir eben weg. Wer nicht so schnell wegkam, das war Sebastian Vettel, also er steckte da wirklich fest, das sehen wir nochmal. Recht früh im Rennen, Überholmanöver, Vettel vorbei an Rosberg. Ja, wir sehen auch nochmal hinten, da gibt es auch ein Duell zwischen 2 Williams und zwischen 2 Force Indias und das ging auch über mehrere Runden, aber erst nochmal ein weiterer Angriff, wieder Parabolica, Sebastian Vettel neben einem Mercedes und der Mercedes hat grundlegend mehr Höchstgeschwindigkeit, was ist denn heute los? Aber eben nur einen Hauch mehr, es ist wohl schon spät, kann auch gut sein. Einen Hauch mehr und jetzt ist er in, deswegen kommt ihm das entgegen. Und die erste Kurve lädt zum Abkürzen ein. Wir haben es auch wieder im Augenwinkel gesehen. Da hat Vettel abgekürzt und dann war er in der besseren Position, so wie Rosberg gegen uns beim Start. Ich habe es schon angesprochen, die beiden Williams, auch Nase an Nase, nebeneinander her und das über mehrere Kurven. Wirklich schön, was hinter uns los war, wirklich einiges und das haben wir nicht wirklich mitbekommen, aber deswegen gibt es ja nochmal die Highlights. Wir sehen auch nochmal, wie... Habe ich schon wieder was verhauen? Egal. Wir sehen nochmal, wie die ordentlich Zeit verloren haben, die 3. Zum Beispiel da Ausgang Ascari und dann eben das Duell Williams und Force India, jeweils die Teamkollegen. Das sind die beiden schnellsten Wagen im Feld. Die Force Indias, die schnellsten, und dann eben die Williams, zumindest auf der Geraden. Also es gab wirklich einiges. Wir sehen hier eben die beiden weißen, die beiden auch silbernen, leicht orange, aber was wir auch noch sehen, wieder das Duell der 3 hinter uns. Das war die Aktion, als
Lewis Hamilton innerhalb von wenigen Kurven, in dem Fall zwei, an Rosberg und später auch an Vettel vorbei ist, habe ich ja angesagt. Und das sehen wir hier einfach nochmal in bewegten Bildern. Kann er wunderbar ansetzen, alles zu seinen Gunsten nutzen. Dann kommt die erste Kurve. Na, das sah soweit ganz gut aus, oder? Auf jeden Fall war das jetzt nicht aufschlussreich, aber das werde ich mir jetzt, werden wir uns nicht nochmal anschauen. Aber schön, Sebastian Vettel im Mercedes-Sandwich. Was ich euch auch noch zeigen will, ist ein Daniel Kvyat hinter beiden Williams und hinter beiden Force Indias. Verdammt viel Windschatten und eben auch noch DRS, aber ihr seht es, die ziehen dem davon. Und was wir auch hören und gleich nochmal sehen, der Red Bull pfeift wirklich aus dem allerletzten Loch, also er freut sich klar über Windschatten und den ganzen Spaß, was er da auf der Geraden erreichen kann, aber es nützt ihm in diesem Fall nur nix. Boxeneinfahrt, das war der Grund für eine sehr frühe Überrundung und was? Der wurde zurückgesetzt, ja, weil sich in dem Fall Mary einfach in die Boxengasse reingedreht hat. Mit seinem Teamkollegen vor der Boxengasse. Ich habe es im Vorfeld ja schon angekündigt, das wird es doch irgendwie noch geben. Was wir auch wieder haben, eigentlich das gesamte Rennen über ein Duell, Rot und Silber. Bloß ohne uns, zum Glück, weil wir hatten die Ruhe und konnten einfach den Sieg einfahren. Manchmal muss man sich auch an den Bildern hinter einem begnügen. Kann man sich zumindest daran erfreuen. Jetzt kommt die Situation Boxenstoppzeit und Lewis Hamilton hat einfach mit Vettel so viel Zeit verloren, weswegen er ziemlich weit hinten war. Und das war jetzt kein Boxenstopp, wo beide zugleich reingekommen sind. Früh reingekommen in die Garage ist auch Romain Grosjean, das war ein Motorschaden, wir sehen es nochmal hier aus der Verfolgerperspektive, ordentlich Rauch, ein Ghost Car, leider gibt es ja hier keine Streckenposten. Nächster Vorfall in der Liste, Carlos Sainz und Mary, das war die Aktion, zweite Lesmo, eine altbekannte Stelle und der zweite Lotus, der aufhört zu fahren, auch wieder Motorschaden bei Lotus, in diesem Fall Romain Grosjean und er packt ziemlich gut an einer Stelle, wo man ihn abfangen könnte. Schaut mal auf Will Stevens, zweite Lesmo, er lässt außen sich weit raustragen, um innen dem Vorbeifahrenden einfach Platz zu bieten. Ja, die KI kann das, aber sie macht es nicht immer, wie man eben hier sehen kann. Sie ist eben leicht verbuggt, in Anführungszeichen leicht und es geht grundsätzlich, aber eben sehr selten. Das Heimrennen war wirklich ein voller Erfolg, das habe ich schon angesprochen. Im freien Training ganz vorne, im Qualifying wirklich ein leichtes und das Rennen war auch relativ entspannt und dann eben noch die schnellste Rennrunde, das geht einfach gar nicht mehr besser. Ich war auch soweit mit meinem Rennen soweit zufrieden, klar, besser geht's dann doch irgendwie immer, aber mehr konnte man einfach als Fahrer hier kaum Zählbares rausholen. Das war wirklich sehr schön und jetzt kommt Singapur, Singapur. Da kommen wir mit unseren Boxenstops wieder ziemlich gut durch. Die werden wieder eher stoppen als wir und grundsätzlich sollte es da sogar möglich sein, auf das Podium zu fahren. Wenn man denn den Wagen beisammen behält, das wird wieder die Kunst sein, die Schwierigkeit. Das Rennen, das längste überhaupt im Rennkalender, das zehrt schon bei den vielen Kurven an den Nerven. Ich hoffe, ich bestehe diesmal, um dass wir endlich mal wieder in Singapur punkten können. Lang, lang ist es her und das wäre doch ein schöner, runder Abschluss, nachdem es schon beim Stadtrennen in Monaco nicht funktioniert hat. Und bis zum nächsten Stadtrennen, macht's gut und ciao, tschüss.